Hallo liebe YouTuber, heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch euren eigenen Flummi aus Silikon selber machen könnt und was ihr dazu alles benötigt. Ihr benötigt für die Herstellung des Flummis einmal ganz normale Speisestärke, Baumarktsilikon und dann braucht ihr natürlich noch eine Vorlage, da könnt ihr hier einen Tischtennisball nehmen. Oder eben auch einen anderen Flummi. Ich werde den nehmen, weil ich halt auch einen Flummi in dieser Größe haben will. Könnt auch eine Murmel nehmen. Egal, Hauptsache irgendwas, was rund ist. Ich habe nun hier auf die Fliese, die ich als Unterlage benutze, etwas Speisestärke drauf getan. Und jetzt mische ich den ganzen Silikon dabei. Und dann wird das Ganze gut miteinander verknetet. So, wenn ihr die Silikonmasse dann so gut durchgeknetet habt, wie ich das hier gemacht habe, es fühlt sich ungefähr an wie so ein schöner, leckerer Kuchenteig, dann habt ihr das auch so gut weit durchgeknetet und vermischt die Speisestärke mit Silikon. Jetzt geht es an den nächsten Schritt. Ihr halbiert die Masse und formt daraus ungefähr zwei gleich große Massen. So, jetzt habe ich hier zwei gleich große Formen geformt. Jetzt kommt eure Vorlage zum Einsatz, in dem Fall mein Gummi. Und zwar presse ich diesen jetzt hier in die Form rein. Und diese Form kann ich dann hinterher zum Gießen benutzen. Und das andere Stück kommt dann oben drauf. Dadurch, dass ich das Ganze mit Speisestärke vermengt habe, lässt sich das hinterher wieder wunderbar voneinander lösen. Aber dazu muss es jetzt erstmal trocknen. Das wird ca. 3 bis 4 Stunden dauern. So, mittlerweile ist meine Form getrocknet. Ich habe hier am Rand noch Markierungen gemacht, damit ich weiß, wie rum ich die verschließen muss, nur zur Sicherheit. Hier sehe ich schon, dass sich jetzt eine schöne Form gebildet hat nach dem Trocknen. So. Den Flummi raus. Ja, fertig ist meine Gussform. Die lege ich jetzt erstmal kurz beiseite. Denn jetzt brauche ich wieder etwas Speisestärke und wieder Silikon. Denn jetzt geht es daran, den Flummi zu formen. So, ich drücke das hier immer so mit dem Hammer raus, weil ich keine Silikonkartusche habe. Also wenn ihr keine habt, braucht ihr die auch nicht extra zu kaufen. So. Ein wenig Silikon und jetzt wird das Ganze wieder wie vorhin bei der Schablone oder bei der Gussform schön miteinander vermengt und vermischt. So, und jetzt ist meine Masse hier wieder fertig, sieht wieder schön aus wie so ein leckerer Kuchenteig. Und dann kommt jetzt die Silikonform zum Einsatz. In diese Silikonform bringt ihr nun die neue Silikonmasse ein. Ich habe jetzt hier sicherlich ein bisschen zu viel angemixt oder angeknetet. Das ist immer schwierig. Jetzt einfach das Ganze hier reindrücken von der Masse her. Das könnt ihr hinterher auch wieder ganz wunderbar lösen. Ruhig auch ein bisschen mehr, dass, wenn es an den Seiten rausquillt, ist das kein Problem. So, an der anderen Seite dann das gleiche auch. Dann drückt ihr das Ganze zusammen und verschließt es. Alles, was jetzt an den Seiten rausquillt, das ist überflüssig meine ich, und kann dann gleich abgemacht werden. So, nun lasse ich die Form wiedermals trocknen. Nach dem Trocknen pule ich dann mein Flummi raus. So, mittlerweile dürfte der Flummi in der Form getrocknet sein. Deshalb mache ich ihn jetzt mal auf. Das geht dann etwas schwerer,
Bisschen verklebt ist es. Jetzt hat es sich gelöst. Und hier sieht man schon ganz schön die eine Hälfte vom Flummi. Und die andere Hälfte auch noch rausdrücken. So. Wunderbar. Und hier ist mein selbstgemachter Flummi. Und den werde ich jetzt noch mal kurz draußen ausprobieren. Ja, und wie ihr seht, funktioniert der einwandfrei. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das doch einfach und verpasst somit keines meiner weiteren Videos. Bis dann, euer Mac Peverick.